Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Wisst ihr was? Ich stelle mal die Musik etwas runter, indem ich einfach mal die Gesamtlautstärke so runterstelle. So, irgendwie kommt sie mir heute etwas laut vor. Ja, wir sind immer noch in Stauholz. Nachdem wir hier einer Auktion beigewohnt haben und Seraphin dadurch etwas stinkig gemacht haben. Ich bin für jeden treuen Kunden dankbar. Sklaventreiber, Söldner. Einzige Luft steht auf diesem Abzugsschacht hervor. Zum Vor, da steht ein Auktionator rum. Da könnten wir nur klauen und hier sind jede Menge Soldaten. Willkommen, werter Kunde. Was hast du zu sagen? Ach, wie soll ich dir bitte helfen? Ich möchte mit dem Meister reden. Master Kua will be expecting to see you. Do not make him wait. His office is in the residence. Ja, okay. Warst du nicht, bevor wir gespeichert haben, hier unten? Ja, jetzt ist nur noch der hier unten. Good day, my Lord Master. Ja. Da gehen wir mal jetzt vor. Da wir ja den Sklaven gekauft haben, können wir uns da sicherlich in aller Sicherheit und Ruhe umsehen. Vielleicht haben wir Glück und Krummsport ist gar nicht so groß, wie ich erwarte. Ah, hier nehme ich es zurück. Wobei, so groß sieht Krummsport im Inneren gar nicht aus. Hast du dich verlaufen? Nö, ich suche euren Ogre-Halsabschneider. There is something over there. Ja, im Augenblick will ich erstmal die Lage sortieren, weil Hagrim ist etwas klüger. Back the way you came, if you know what's good for you. Zurück, woher du gekommen bist, wenn du weißt, was gut für dich ist. Zum Beispiel war du neugierig. Like zu, zu große Neugier hat schon andere umgebracht als dich. Ja, ist recht. Also das ist eine Wache. Und hier wird wohl der große Meister rumstehen, hä? Der Oleander da? Der Oleander mit groben Gesichtszügen, aber wohl gepflegt und gekleidet ist so klein, dass sein elegantes, spitzes Kinn kaum die Oberfläche seines Schreibtisches erreicht, wenn er sich in seinem roten Bergere-Stuhl zurücklehnt. Shall we cut right to it? Das ist Meister Kua, ach du meine Güte. Sollen wir gleich zur Sache kommen? Meister Kua beugt sich vor und stützt die Unterarme auf den Tisch. Dabei fällt dir auf, dass er für einen Oleander erstaunlich lange Glieder besitzt. Das sollten wir nicht weiter ausführen. Es ist der übergroße Schreibtisch, der ihn so zwanghaft erscheinen lässt, zwergenhaft erscheinen lässt. So you purchased my rarest and most valuable offering. Clearly you are a client of refined taste. But now it's time to pay up. Du hast also mein seltenstes und wertvollstes Angebot erworben. Du bist sichtlich ein Kunde mit erlesenem Geschmack, aber jetzt wird es Zeit zu bezahlen. Been looking to lay eyes on you longer than you know, boy. Ich habe mir schon länger gewünscht, dir mal gegenüberstehen zu können, als du weißt, Junge. Seraphim betrachtet den anderen Oleander eingehend, so als wolle er sich jeden Flecken Fell auf seinem Gesicht ins Gedächtnis einprägen. Now you have, and we'll leave it at that. Provoke me, and I may make you one of mine, old man. Jetzt hast du es, und dabei werden wir es belassen. Wenn du mich allerdings provozierst, alter Mann, mache ich dich zu einem der meinen. Der Sklavenhändler streicht sie mit der Hand über die zurückgekippten Haare. Ja, ich wollte einfach nur in die Augen blicken, bevor ich dann ihnen das Leben beende, angreifen. Ja, wäre eine Möglichkeit, aber mit einem Sklavenaufstand erstmal können wir besser arbeiten. Jetzt wissen wir wenigstens, wie innen drin die
Befestigung aussieht, wie die Wachen verteilt sind und alles. Geben wir ihm das Kupfer. Sterling. I thank you for your business. And you're free to claim your new chattel anytime you like. Ja, alles bestens. Ich danke dir für das Geschäft und kannst die Ware jederzeit abholen. Of course, there is one matter for which we must discuss. Natürlich gibt es da noch eine Sache, die wir besprechen müssen. My associate informed me he would send an aid to my problem. In exchange, I'm willing to commit a number of ships to his fleet. Mein Partner hat mich darüber informiert, dass er mir Hilfestellung leisten wird, um mein Problem zu lösen. Im Gegenzug bin ich bereit, einige Schiffe für seine Flotte bereitzustellen. Zu Linken des Meisters ruht ein Löwe auf dem Fliesenboden. Er betrachtet dich mit großem raubtierhaftem Interesse. Bleib ruhig liegen. Seraphins große grüne Augen wandern zwischen dir und dem anderen Orleaner hin und her und verengen sich dabei zunehmend. Seine Blasenflügel beben, seine Ohren weisen nach unten und seine Lippen ziehen sich von den schiefen Zähnen zurück. Seine zusammengeballten Hände schweben in der Nähe seiner Waffen. Er zittert ein wenig, als ob er etwas in seiner pelzigen Gestalt darum kämpfen würde, auszubrechen. Ja. Weißt du, dass du illegalen Handel betreibst? Der Meister richtet sich in seinem Stuhl ein wenig auf. Nur zeigen sich ein paar Zentimeter seines Gesichts über der dunklen, hochpolierten Fläche des Schreibtisches. Das Holz spiegelt ein verzerrtes Abbild seines höhnischen Grinsens wider. That's a fairly insidious claim to make. What evidence have you to back it? Das ist ein ziemlich hinterhältiger Anspruch, den du da erhebst. Welche Beweise hast du, ihn zu stützen? Ich bin einer entlaufenden Sklavin begegnet, die vom Krumpfsporn verkauft worden ist. Und wie das Schicksal es so will, wurde sie im Todesfeuer geboren. Er wirft den Kopf zurück und lacht. What distinction ought birth to afford anyone in a trade such as mine? Das behauptet dein Zeuge. Sieh mal, ich habe mir die Gesetze nicht gemacht, aber ich gebe gerne zu, manchmal sind sie absurd. Was für ein Unterschied sollte ich einen Handel wie meinen denn schon der Ort der Geburt machen? Now, will you help me? Or must I ship you back to the captain in chains? Wirst du mir jetzt helfen oder muss ich dich in Ketten zu deinem Kapitän zurückschicken? Ich bin der Kapitän. Was soll ich tun? The Oaxaca have been quite persistently attacking my ships. That does make it somewhat difficult to conduct business in these waters. Die Oaxaca haben meine Schiffe immer wieder angegriffen. Das erschwert es ein wenig, in diesen Gewässern Geschäfte zu machen. The Oaxaca savages are nothing without their tribal leaders. Get rid of them, and the rest will scatter like startled birds. Ohne ihre Stammesführer sind die Oaxaca Willen nichts wert. Entledige dich der Anführer und der Rest zerstreut sich wie ein erschreckter Vogelschwarm. Ja, das wäre diese Möglichkeit, die drei Typen zu töten. Also die Königin, den Typ mit dem Golem und der andere, der Scheiße verbrennt. I need them stopped. And I need it done a fortnight ago. Ich will, dass sie aufgehalten werden und zwar am besten vor 2 Wochen schon. Warum greifen die Oaxaca deine Schiffe an? I imagine because they're territorial bastards. Or perhaps they morally and philosophically oppose my trade. Ich nehme an, weil die Oaxaca einfach Mistkerle sind, die keinerlei Eindringen in ihrem Gebiete dulden. Oder vielleicht sind sie moralisch und philosophisch gegen meinen Handel eingestellt. Er wedelt mit einer Hand. I hardly care about their motivations. Ihre Gründe sind mir herzlich gleichgültig. Ja, ich kümmere mich um das Problem. Nichts anderes würde ich von dir erwarten. Er nickt und damit scheint die Angelegenheit für den Augenblick erledigt. Oh, and when you go, don't forget to take the slave you purchased. I'll have something suitably exquisite prepared for when you return. That is, once you've taken care of my Oaxaca problem. Oh, und wenn du gehst, vergiss nicht den Sklaven, mit dem du gekauft hast. Wenn du zurückkommst, habe ich etwas Exquisites vorbereitet. Vorausgesetzt, du hast dich um mein Oaxaca problem gekümmert. So, wo haben wir Nachträge? Wir haben eine neue Quest Speerspitze, die wird allerdings definitiv fehlschlagen. Quest? Oder... Nee, Quest. Die aggressive Oaxaca-Stamm stört die Geschäfte von Meister Kur von der Insel Krumpsporn. Kur hat mich beauftragt, die Oaxaca-Führer auf Okuriki zu ermorden. Kur will den weiblichen Häuptling, den Mystiker und den Zauberer des Oaxaca-Stammes auf Okuriki tot sehen. Nö. Okay, wir haben Nachträge in grausame Ladung und ein kluger Vorschlag. Grausame Ladung. Meister Kua versprach, mich in Naturalien zu bezahlen, falls ich den Häuptling der Oaxaca töten würde.
Jo, und ein kluger Vorschlag. Ja, ich habe... Ja. Meister Kuas Schiffe werden von den Wahaki angegriffen, was sich langsam aber sicher auf seine Geschäfte auswirkt. Er hat mich gebeten, nach Oryo Kohiki zu reisen und die Anführer der Stämme zu töten. Nee. Kannst du vergessen. Wir räumen lieber Krummsporn leer, aber so kriegen wir wenigstens einen Sklaven befreit. Vielleicht haben wir jetzt sogar jemand ein neues Gruppenmitglied oder ein neues Schiffsmannschaftsmitglied. So, mal sehen. My Lord Master, what would you have of me? Mein Herr und Gebieter, was wünschst du, soll ich tun? Er verbeugt sich tief, dabei kommt von dem Metallreifen seinem Hals und seiner Handgelenke ein leises Klingeln. Begib dich unter Deck, du bist jetzt mein Schiffsjunge und wirst hart arbeiten, bis du blutest. Nichts, du bist jetzt frei. Der Stolperpott schockiert, seine Lippen öffnen sich, bleiben offen, stehen doch keine Worte dringen heraus. Dann endlich entringt ihm ein Stöhnen. Truly? You mean it? I can never thank you enough for such kindness. Gods, I... Where should I go? I've nothing to my name but these clothes and my freedom. Wirklich? Du meinst es ernst? Weil solche Güte kann ich dir gar nicht genug danken. Götter, ich, wohin soll ich denn gehen? Ich besitze nichts als die Kleider, die ich auf dem Leib trage und meine Freiheit. Ja, genau. Du könntest dich meiner Mannschaft anschließen, wenn du möchtest. Es ist harte Arbeit, aber eine faire Bezahlung. Ich werde dich dafür auch bezahlen. Er fährt zusammen, sichtlich erstaunt. Thank you for the kindness, my lord. Das würde ich und werde ich. Danke für deine Güte, mein Fürst. So. Ist er jetzt irgendwo hier reingesteckt worden? Ja. Was bist du? Steuermann und Koch. Dann bleibst du erstmal Koch. Wir haben nämlich immer noch keine... Vorräte. Ja, einer meiner Kanoniere ist hier und ist verletzt. Mein Koch ist verletzt. Mein Matrose ist verletzt. Du bist Matrose, du bist... Also du bist ja auch Matrose. Und du bist mein Steuermann. Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur noch einen Bootsmann im Augenblick. So, das heißt, wir können erstmal hier Krummsporn verlassen. Was ich mich gerade so frage, wie kommen wir eigentlich auf die World Map von hier aus? Weil hier sehe ich nirgendwo eine Möglichkeit, außer zurück aufs Schiff. Aber es muss eine Möglichkeit geben, auf die World Map zu kommen, weil es gibt nördlich von Krummsporn noch Zeug zu erkunden. Ein ungehorsamer Sklave ist ein toter Sklave. Beschissene Sklavenhändler sind tote Sklavenhändler. Und ja, ich werde es mir nachher nicht nehmen lassen, hier alles einzusacken. Und sie vernachlässigen sogar Hunde, die Mistkerle. Rex. Du bist aber kein deutscher Schäferhund. Schaden vom Wirkungsbereich angegriffen. Und Treffer in leichte Treffer mit Waffen umgewandelt. Okay.